Beim Durchsehen meiner Gartenfotos aus dem vergangenen Jahr fand ich hier diese wundervollen Magnolien. Ich möchte sie heute gerne zu Papier bringen, denn draußen lassen die Blumen noch ganz schön auf sich warten. Und los geht's! Ich benutze hier ein grobes Papier, das ist ein Hahnemühle Torchon mit 500 Gramm pro Quadratmeter. Das heißt also, es ist ein recht starker Karton. Die Größe ist 30 x 40 cm und der ganze Block ist umleimt, sodass ich das Papier auch gar nicht aufspannen muss. Ich beginne mit einem Graphitstift, mir grobe Umrisse der Blüten zu zeichnen und werde auch gar nicht so viel in Szene setzen. Es sollen wirklich bloß vereinzelte Blüten im Vordergrund stehen und den Hintergrund werde ich etwas luftig gestalten. Im nächsten Schritt nehme ich mir eingefärbtes Rubbelkrepp und einen dünnen Pinsel und beginne die Stellen, die weiß bleiben sollen, damit zu markieren. Mit einem großen spitzen Pinsel werde ich mit klarem Wasser die Konturen einmal umfahren, um das ganze Papier im Hintergrund anzufeuchten. Die Stellen, die ich nachher klar und deutlich malen will, bleiben trocken, sodass ich jetzt erstmal nur mit dem Hintergrund beginne. Mit einem breiten Pinsel feuchte ich jetzt den restlichen Hintergrund ein, sodass das gesamte Papier eine gleichmäßige Feuchtigkeit hat. Mit Chromoxid stumpf mische ich mir etwas Farbe auf meiner Palette an und gehe mit viel Wasser jetzt ins Bild. Zuerst male ich auch hier nur die Konturen und lasse vorsichtig die Farben in die Feuchtigkeit ausfließen.
Anschließend male ich großflächig den Hintergrund ebenfalls in Chromoxid stumpf. Mit Lasur, Dunkelrot und Potters Pink mische ich mir eine Farbe auf meiner Palette zusammen und gebe nur einige Tupfen mit viel Wasser wieder in den Hintergrund hinein. Der soll weitere Blüten, die man nicht so genau sehen kann, im Hintergrund erahnen lassen. Einige Blätter werden im Hintergrund noch mit stärkerer Farbe in Chromoxid stumpf angedeutet. Die werden nicht verfeinert, die sollen auch bloß andeutungsweise gekennzeichnet werden. Mit Indigo Blau, das ist ein sehr starkes, dunkles Blau, setze ich nochmal die Konturen in den Blüten und auch in den Zweigen an, damit hier noch einige Schatten entstehen. Mit einem weiteren Pinsel und klarem Wasser weiche ich hier die dunkle Farbe wieder etwas auf, um nicht zu harte Konturen entstehen zu lassen. Auf meiner Palette mische ich mir etwas Chromoxid stumpf und Cadmiumgelb an, um so im Vordergrund die frischen grünen Blättchen in Szene zu setzen. Hier ist das Bild noch nicht ganz durchgetrocknet und es verläuft etwas Farbe in das Bild, in den Hintergrund hinein. Den kann man aber entgegenwirken, indem man das Ganze mit einem Baumwolltuch wieder heraustupft und im späteren Verlauf noch einmal übermalt. Mit einem dünnen Pinsel und ausschließlich mit Chromoxid stumpf male ich nun nur die im Vordergrund stehenden Blätter mit kleinen Blattäderchen und den Stielen, die sich am Ast befinden.
Anschließend ziehe ich noch mit Sepia-Braun einige Schattenmarkierungen in die Blätter hinein, sodass sich ein schöner Kontrast ergibt. Im weiteren Verlauf male ich jetzt mit Lasur dunkelrot die Blütenblätter aus und gehe dabei natürlich auch über das Rubbelkrepp. Wenn die Blütenblätter getrocknet sind, gehe ich noch einmal mit Lasur dunkelrot und wenig Wasser in die Konturen und verstärke somit die einzelnen Blütenblätter. Mit Sepia-Braun und sehr viel Wasser male ich jetzt die verholzten Zweige und auch den Blütenstand der geschlossenen Blüten, weil die sich meistens schon braun verfärbt haben. Und so bekommt das Bild jetzt die dritte Farbe und wird dadurch natürlich noch etwas aufgelockert. Noch einmal gehe ich über die Stängel mit Sepia-Braun und etwas weniger Wasser und setze damit noch leichte Schatten in die Zweige. Um feine Verästelung noch in das Bild zu bringen, nehme ich wieder einen dünnen Pinsel und tauche ihn in Sepia-Braun und halte ihn aber dieses Mal nicht wie in gewohnter Weise in Schreibschriftform, sondern greife den Pinsel von oben und halte ihn direkt in der Hand und male dadurch recht lockere Zweige. Probiert das einmal aus, dadurch habt ihr unwahrscheinlich schöne lockere Effekte, weil ihr diesen typischen Zeichenstil dadurch verändert. Im
nächsten Schritt decke ich den Hauptteil des Bildes mit meinem Baumwolltuch ab, weil ich jetzt hier mit einem Borstenpinsel, der sieht schon ziemlich ausgewaschen aus und ist auch schon ziemlich gebraucht, aber hiermit werde ich noch einige Farbspritzer auf die Umrandung und auf die Hintergründe tupfen und möchte nicht, dass das Bild, also die Blüten im Einzelnen, davon betroffen sind. Dann sprühe ich etwas Wasser auf die aufgesprenkelten Stellen, sodass sich hier schöne Verläufe ergeben. Wenn das Bild gut durchgetrocknet ist, könnt ihr mit einem Finger den überstehenden Rubbelkrepp noch abmachen. Dazu einfach, wie gesagt, mit einem trockenen Finger rübergehen und das Ganze einfach wegrubbeln. Anschließend wird das Bild gut abgefegt, damit keine Überreste von dem Rubbelkrepp noch enthalten sind. Denn jetzt geht es daran, die einzelnen Blüten, die weißen Bestandteile noch etwas aufzuweichen. Hierzu nehme ich mir wieder einen großen Pinsel, tauche ihn in klares Wasser und fange an, die Umrandung der weißen Blütenflächen anzulösen, sodass sich hier wieder die Farbe aus dem Dunkelrot mit dem Weiß etwas verbindet. Dabei wird der Pinsel immer wieder gut ausgewaschen und mit neuem klarem Wasser fange ich dann wieder von vorne an. Die überschüssige Farbe nehme ich wie immer mit meinem Baumwolltuch auf und erhalte dadurch eine schöne aufgeweichte, verwaschene Struktur. Und dann ist das Bild auch schon fertig. Ihr könnt dieses Bild gern als Vorlage benutzen und könnt es versuchen abzumalen oder Anregungen daraus zu entnehmen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Es wird hin und wieder neue Videos geben.